Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei Rising World, wo wir uns gerade damit beschäftigen, hier eine neue Plattform zu bauen. Denn wir wollen hier Folgendes machen. Wir wollen hier das Ganze ein bisschen terraformen. Wir werden hier mal schauen, dass wir hier eine Plattform bauen. Und auf diese Plattform sollen dann neue Gebäude. Und ich befürchte, dass wir hier auf großen Flächen ganz schön arbeiten müssen. Also hier muss ich erstmal das ganze Gras loswerden, sonst wächst es mir nachher durch die Plattform durch. Deswegen mache ich das hier weg. So, wir rechnen das jetzt einfach mal hier weg. Außerdem kriegen wir dann hier vielleicht das Ganze ein bisschen gerade. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. So. Und dann müssen wir... Ich glaube, ich laufe hier erstmal so unsere jetzt schon abgesteckten Bereich. Ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen dabei. So, das machen wir hier mal alles ein bisschen frei. Hier hinten ist ja eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, ich muss hier dafür sorgen, dass uns nachher das Gras nicht durch die Plattform wächst. Das möchte ich nämlich nicht haben. Das werden wir unten nachher noch vielleicht ein bisschen auffüllen oder so. Das machen wir hier mal weg. So. So, dann geht's hier rüber und dann sind wir hier schon wieder bei unserem Bereich. Hier die nächste Reihe nochmal. Kommt auch weg. So. Und also das ist jetzt nur ein kleines Stück. Die Plattform soll nicht nur so groß werden, die soll jetzt viel größer werden. Aber ich will jetzt so in mehreren Etappen bauen. Ich habe mir jetzt gedacht, wir könnten... Soll ich es schon verraten? Nee, ich verrate es noch nicht. Ich habe nämlich mir schon was ausgedacht, was wir bauen können. So, das kommt weg. Hier, das Gestrüpp kommt weg. Kann man schlecht sehen, aber da war so Gestrüppzeug. Hier oben, das tun wir nochmal wegrechen. So, jetzt machen wir hier ein bisschen... Tun wir hier mal arbeiten. Fällt die eigentlich runter? Nee. Ach, hier geht ja immer alles kaputt, genau. Hier muss man ja... Hier kriegst du ja nichts. Ja, eine Schaufel gibt es leider nicht. Die können wir mal einsammeln. Die sammeln wir auch ein. Da kommt später dann was anderes hin. So, jetzt machen wir hier mal die Erde weg. Ja, der macht das ja immer so übertrieben. Der Klaus sitzt wahrscheinlich jetzt vor dem Monitor und belacht sich, weil ich das immer noch falsch mache. Aber ich tue mein Bestes. Ich versuche es so hinzukriegen, wie ich es mir vorstelle. Und es ist nicht immer so, wie das Spiel sich das vorstellt, wenn man irgendwas macht. Das kommt weg. Hier, das kommt weg. Das kommt weg. Hier, das kommt weg. Oh, da ist nochmal Gras, wie man sieht. Das werden wir auch gleich noch entfernen. So, hier, wir müssen auf jeden Fall unter dieser Kante da bleiben. Von unseren Steinen. Deswegen gehe ich mal immer hier zu den höchsten Stellen. Und hau die weg. Schön, du tust oben die Erde wegschlagen, unten drunter ist Gras. In der Erde ist Gras. Ist auch praktisch, oder? So. Vielleicht sollten wir ein paar Fackeln aufstellen, damit keine Creeper kommen. Ach nee, war ja ein anderes Spiel. Genau. So, das kommt weg hier. Das kommt auch weg. So bekommen wir auch ein bisschen Erde zusammen. Dann müssen wir nicht wieder Erdexpeditionen machen. Das kommt jetzt ja auch zugute. Und später keine anderen Sachen erforschen. Keine anderen Gebiete, um Erde zu sammeln. Kriegt man jetzt schön hier mitgeliefert bei unseren Bauarbeiten. Kommt auch weg. So, und dann muss ich mal daran arbeiten, dass der Klaus mit hier auf meinen
Server kommt oder wir fangen nochmal eine neue Welt an. Das ist ja eigentlich so mein erster Durchgang. Es ist ja nicht gesagt, dass der erste Durchgang immer gleich der beste ist. Ich meine, Minecraft habe ich jetzt auch schon, ich weiß nicht, ich spiele glaube ich Welt 50 oder so. Das ist ja nicht meine ersten Welten, die ich spiele, sondern ich spiele ja Minecraft seit, seit 2013 oder so spiele ich Minecraft. Und Minecraft nehme ich seit seit Februar 2014 nehme ich Minecraft auf. Da hatte ich aber schon eine Zeit lang gespielt. Und da hat es auch eine Zeit lang gedauert, bis ich das alles verstanden habe. Außerdem haben wir ja ewige Zeiten komplett ohne Mods gespielt. Da war der Harley ja auch schon dabei. Und ich habe da eigentlich wahnsinnig große Gebäude gebaut, ohne dass wir Mods hatten. Und schöne Gebäude, muss man ganz ehrlich sagen. Also schöne Bauprojekte, die komplett ohne Mods waren. Also sowas wie, muss wieder umgreifen, sowas wie Feed the Beast oder so, habe ich damals gar nicht benutzt. Wir machen erstmal so ein bisschen wild. Wir gehen jetzt hier so zurück und machen jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Aber jetzt habe ich keine Steine mehr, oder? Achso, die muss man immer hier nachlegen. Das vergesse ich immer. Du musst hier immer Steine nachlegen. Die kommen nicht von alleine. Hier gibt es kein Inventory-Tweaks. Da sehe ich etwas, was mir nicht gefällt. So, nochmal hier hin. Ich hoffe, dass jetzt nicht der Stein kaputt geht. Sehr gut. Und dann können wir hier vielleicht weiter ausbauen. Stellen wir uns ein bisschen mehr in die Mitte. So. Und wie gesagt, das erste Objekt, was ich bauen will, habe ich schon so ein bisschen im Kopf. Dafür müssen wir richtig viel Platz schaffen hier. So, bis dahin. Und, wie viele Steine haben wir noch? 2. Damit kommen wir aber nicht sehr weit. 1. 2. Steine. Wir haben keine Steine mehr, oder? Nee, sieht ein bisschen schlecht aus damit. Gut, dann heißt es wieder Steine sammeln, aber ich würde vorschlagen, wir machen hier unten schon mal so eine kleine, ja, so eine kleine Fackeltour. Wir fackeln hier mal ein bisschen rum, damit wir auch hier was sehen. Können wir eigentlich auch schon außen rum so ein bisschen setzen. Kann hier an den Fackeln nicht gut vorbeigehen. Die sind also tatsächlich da. Nicht so wie bei Minecraft, dass du durchlaufen kannst. So. Hier die Baustelle ein bisschen beleuchten. So, und dann von hier aus möchte ich dann gerne die Plattform immer weiter erweitern, so dass wir dann hier ganz andere Sachen bauen. Jetzt muss ich gerade mal hier von hier vorne gucken, ob mein Plan, was ich hier bauen will, ob das schon ausreicht. Ja, das könnte was werden. Das könnte was werden. Ich weiß nicht, ob der Bauplatz hier schon ausreicht dafür, das, was ich mir vorgenommen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das bauen können so. Aber wir gucken mal. Es gibt ja immer noch das Problem, dass ich hier keine Steine versetzen kann. Ich kann die nicht in der Höhe versetzen. Selbst wenn ich nicht mit OBS aufnehme, ich habe das also jetzt mal ohne OBS versucht, dann geht Page Up, Page Down, ändert nicht die Position der Steine. Keine Ahnung warum. Ich habe auch schon die Tastaturbelegung zurückgesetzt. Ich spiele ja sonst immer auf links hinter
Belegung der Tasten eingestellt. Natürlich gibt es ja nicht so naturally, sondern das habe ich dann von Hand eingestellt, damit so die Pfeiltasten halt zum Steuern da sind. Das klappt hier bei dem Spiel überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Also auch Linkshänder müssen hier mit WASD arbeiten. Naja, gewöhnt sich dran, aber es ist halt ein bisschen unpraktisch. Aber so diese Half-Steps in der Höhe versetzen, das klappt bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob ich da einen Fehler im Spiel habe. Vielleicht muss ich es mal neu installieren oder so. Das traue ich mich natürlich nicht, weil ich ja hier meine Let's Play-Welt habe. Und da tut man ungern irgendwas updaten, etwas neu installieren oder so, weil es könnte ja sein, dass die Let's Play-Welt kaputt geht. Wer möchte das schon? So, das hauen wir nochmal weg. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier unten drin da ist es nicht so gerade, ist aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall muss der hier weg. So, das sieht ganz gut aus. Wir müssen nur hier das nochmal wegmachen. So, brechen. So, wir können auch hier so ein paar Hügelchen können wir einfach wegrechen. So. Ja, es klappt. Es geht nach oben. Ich wollte ja nach unten, aber es geht nach oben. Wir rechnen also Erde dazu. Ist ja toll. Ich wollte sie doch weghaben. Vielleicht, wenn ich von hier arbeite. Ja, das könnte gehen. Das könnte gehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Wenn ich jetzt mal so hier drüber gucke. Dieser Hügel hier muss weg. Der Hügel muss weg. So. Was haben wir denn jetzt noch so hier? Wir müssen auf jeden Fall wieder Steine holen. Steine fehlen uns. Und dann, wenn wir diese Plattform hier haben, dann habe ich was vor. Auf jeden Fall geht es hoch hinaus. Das kann ich euch schon verraten. Ich würde aber vorschlagen, wir legen schon mal so ein paar Sachen ab, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was sammeln können. Hier Werkzeugkiste. Ich klicke die immer rechts an. Weil ich mir... Also ich arbeite da wie bei Minecraft. Rechtsklicken öffnet die Kiste. Nur halt hier nicht. So, die lassen wir auch mal hier. Das lassen wir hier. Und dann haben wir hier so ganz Menge Zeugs. Naja, so viele Steine kriegen wir echt nicht abgebaut. Vielleicht gibt es auch eine bessere Methode, irgendwie die Steine abzubauen. Wenn ihr da eine wisst, dann wie immer, sagt mir Bescheid. Ich würde es gerne wissen. Wir können ja auch eigentlich hier schon Steine abbauen. Aber ich möchte gerne in meiner tiefen Mine suchen, ob es da nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, dass wir, ja, vielleicht irgendwie nochmal neue Materialien finden. Das wäre eigentlich super. So, hier, was haben wir hier? Können wir hier irgendwie noch was schöner bauen? Es sieht ein bisschen komisch aus, oder? Besonders das sieht komisch aus. Ja, also gut. Dann schlagen wir uns weiter hier durch die Wände. Hm? Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwie die Werkzeuge verbessern kann, dass sie schneller arbeiten oder so. Also man muss natürlich auch sagen, das Spiel würde richtig... Also würde schon mal mehr Spaß machen, wenn man jetzt irgendwie mit mehreren Leuten hier arbeiten würde. Vielleicht muss ich da doch mal irgendwie bei Nitrado oder so einen Server anmelden und dann laden wir uns einfach hier ein paar Spieler ein, die da mitspielen. Ach, das ist ja eher irgendein Erz. Das wollen wir jetzt gar nicht haben. Wir wollen jetzt hier normale Steine haben. Einfaches Steingut, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Und dann ist halt so die Frage, ob das, was ich bauen will, ob wir das realisiert bekommen. Weil wir brauchen dafür spezielle Steine. Das ist mir gerade eingefallen. Moment, ich muss überlegen. Wir können ja eine ganze Menge verschiedener Steine bauen. Das, was wir eigentlich bräuchten, gibt es nicht. Aber vielleicht können wir das ein oder andere vielleicht daran anpassen. Ah, hier hauen wir nochmal. So. Ich glaube, hier können wir auch mit dem Hammer mal so ein bisschen das Ganze glatt machen. Vielleicht können wir oben noch was weghauen. Eigentlich wäre es schön, wenn wir das Ganze hier beschleunigen können, wenn wir schneller jetzt irgendwie hier abbauen könnten. Das wäre toll.
Gibt es vielleicht mehr, wenn wir mitten reinhauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das bleibt immer gleich. So, hier noch ein bisschen abgebaut. Ich verliere hier immer die Orientierung. So. So, hier oben das weg. Und hier noch ein bisschen. So, wir bräuchten eigentlich zwei Leute, die Steine abbauen und einer, der oben aufbaut. Der Aufbauer braucht nämlich nicht so lange wie die Leute, die unten stehen und die Steine aus der Wand klopfen. Das wäre eigentlich ideal, wenn man so ein Abbauteam hätte und oben gibt es ein Bauteam. Zum Beispiel den Piu, der baut, und oder den Maggi, der da irgendwas aufbaut. Das wäre eigentlich ganz cool oder so. Weil die sind halt echte Schönbauer, ja. Und können da halt echt schöne Gebäude zaubern. Ich weiß nicht, also mir mangelt es eigentlich nicht an Fantasie, irgendwie sowas mir auszudenken, aber irgendwie kriege ich es dann doch nicht hin, dass man schöne Gebäude hinkriegt. So. Jetzt würde ich eigentlich noch so das Ergebnis unserer Arbeit würde ich gerne oben noch einfügen. Das wäre toll. Deswegen begeben wir uns jetzt mal auf den Weg zurück, bevor die Folge endet. Wie gesagt, kürzere Folgen. Die nächsten Folgen sind etwas kürzer. Denn normalerweise hätte ich sie ausfallen lassen müssen, da ich es zeitlich gerade wegen der Arbeit nicht schaffe. Aber wir können natürlich einfach den Mittelweg nehmen. Ich mache kürzere Folgen, da habt ihr was davon. Und es... Hier wollten wir mal Treppenstufen hinbauen. Das könnte man eigentlich oben drüber legen. Dafür brauchen wir aber wieder Steine für. Gut, wir werden jetzt erstmal hier unsere Plattform noch ein bisschen ausbauen. Wir gehen mal hier zu dem Ding und machen hier nochmal von denen was. So, 100. Ich habe diesmal nicht so viele wie das letzte Mal. So. Ich heiße Steine, 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 Steine. So, hier. Gehen wir hier. So. Die Apfelbäume wollen irgendwie nicht wachsen. Du-di-du. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Eigentlich ist egal, wo wir anfangen. Wir müssen nämlich erstmal die Plattform sowieso ein ganzes Stück beenden. Bevor ich da irgendwie mit dem Bau anfangen kann, was ich bauen will. So. Das heißt, wir werden jetzt hier gar nicht so weit kommen, weil wir gar nicht so viele Steine machen konnten gerade. Vielleicht fangen wir doch hier vorne an. Dann haben wir nämlich hier schon... Siehst du, da sind die Steine schon leer. Das legen wir nochmal dazu und dann hier. Schwupp. Ein Stück zurück. Wieso kann ich da nicht hinbauen? Ach so. War ich zu weit? Ja, ja, ja. So. Gut, 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 gut. Hier haben wir noch 64 Stück. So, wir arbeiten uns hier langsam voran. Die Plattform hat schon eine beachtliche Größe eigentlich erreicht. Es kommt keine, kommt kein Gras durch. Ja, da kommt ein bisschen Erde durch, das müssen wir gleich noch beheben.
Jetzt habe ich nichts mehr, oder was? Ne, nichts mehr da. So, dann hier. Spitzhacke. Die Erde kommt noch weg. So, der Rest sieht ganz gut aus. Dann haben wir hier schon mal eine schöne Plattform, auf die wir ein Gebäude bauen können. Hier unten werden wir das Ganze noch... Das könnte man vielleicht schnell nochmal machen. Ist das hier Erde? Erde, gut. Erde, Erde, Erde. So. Die pflanzen wir jetzt einfach hier unten drunter. Damit das Ganze nicht so schwebend aussieht. So, so. Vielleicht hier nochmal? Oh, es gibt einen schönen Wall. Das baut sie jetzt hier gerade. Ich fasse es nicht. Das muss weg. So, Erde, Erde, Erde. Sonst stellt sich das Spiel immer so an, aber jetzt kriegen wir hier eine schöne... Ja, wenn ich richtig gezielt hätte, hätten wir hier eine schöne Kante bekommen. So, das muss weg. Und dann nochmal Erde, 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 Erde. So. Jetzt habe ich keine mehr, oder was? Doch, es muss doch noch Erde geben. So. Haben wir hier einen Erdwall und dann hier vorne müsste, glaube ich, noch ein bisschen was dran, damit das ein bisschen realistischer aussieht. So. Da noch was. Hier muss die Erde wieder ein bisschen weg. Hier ist zu viel. Und hier vielleicht noch was dran. Na, ist ein bisschen wüst geworden hier. Das müssen wir nochmal anpassen hier. Aber das machen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge, denn die hier ist schon wieder vorbei. Und wir müssen ja momentan ein bisschen auf die Zeiten achten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ihr könnt ja mal rätseln, was wir hier bauen wollen. Kann man noch nicht sehen, aber ihr könnt ja mal raten, was ich so bauen will. Vielleicht rät ja jemand schon jetzt, was es ist. Genau. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.